Hallo Leute, hallo YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist Sonntag, es ist wieder DDW-Zeit. Wie ihr bereits anhand des Titels gelesen habt, geht es hierbei um Lyriklieder und Tri-Brigade. Dabei werde ich aber beim Archetype mehr auf die Lyriklieder-Vögel eingehen, denn die haben ja erst neulich Support erhalten und die sollen deswegen im Fokus stehen. Doch genug geschnackt und wir wollen auch gar keine Zeit verschwenden. Wir starten rein mit dem Archetype. Das Thema wurde Maximum Crisis geprintet und hat dadurch zum ersten Mal die Yu-Gi-Oh! Bühne betreten. Das Thema bekam insgesamt zweimal Support, einmal in Circuit Break, war damit aber immer noch nicht spielbar, also überhaupt gar nicht spielbar. Erst durch das Display Synchro Storm kann man dieses Thema tatsächlich sogar pur spielen und es reißt sogar einiges. Doch kommen wir erstmal zur Historie der Lyrik-Liedervögel. Dieses Thema hat vor gut einem Jahr, sagen wir mal anderthalb Jahren, durchaus den Weg in die Meta gefunden, und zwar durch das Bird Up mit Tri-Brigade. Das war aber nur eine der Formen, womit man Tri-Brigade kombinieren konnte. Aus meiner Sicht hat es sich leider nicht durchgesetzt. Ich war ja doch ein Fan von Bird Up. Es war aber leider nicht allzu stark, beziehungsweise nicht so konstant wie die andere Form. Zodiac Tri-Brigade, die war deutlich konstanter, Going First als auch Going Second. Ansonsten fand das Thema so gut wie gar nicht statt, aber das könnte sich jetzt tatsächlich wieder ändern. Denn wir haben alle relevanten Karten des Themas in dem neuen Set bekommen, also in Synchro Storm, und es ist im Vergleich zu anderen Decks relativ günstig zu erhalten. Ich persönlich hätte mir für einige Karten gerne ein Upgrade in der Rarität gewünscht, aber vielleicht kommt das ja noch in diversen OTS-Packs. Doch kommen wir jetzt erstmal zum Thema an sich. Dieses Thema umfasst 5 Monster im Main Deck, 5 Monster im Extra Deck sowie 3 Zauberkarten und eine Feinkarte. Wie euch wahrscheinlich bereits aufgefallen ist, ist dieses Thema relativ klein. Es ist also dadurch sehr gut splashbar. Wir können es splashen mit angesprochen Tri-Brigade, aber man könnte es auch sehr gut spielen mit Harpien, weil auch das Thema Harpien sehr viele Windmonster beinhaltet. Checkt gerne noch mein Deck der Woche dazu ab, verlinke ich euch gerne im i. Da wir durch den neuen Support sehr viel Spezial beschwören können, sprechen wir hier eher von einem Combo-Deck. Und dieses Combo-Deck ist nichts für Anfänger, es ist eher was für Fortgeschrittene, weil man sich hier doch in den einen oder anderen Lock relativ schnell reinspielen könnte. Die Monster im Main-Deck sind alle Stufe 1, geflügeltes Ungeheuer und haben das Attribut oder beziehungsweise die Eigenschaft Wind. Im Extra-Deck genau dasselbe, nur dass sie da natürlich den Rang 1 haben. Wir haben hier 4 Xyz-Monster und nur ein Fusionsmonster. Das Fusionsmonster spielt zurzeit keine Rolle. Die Xyz-Monster dahingehend sind sehr wichtig. Keykarten des Decks sind für mich auf jeden Fall der Kobalt-Sperling, Vogelruf, der Simorgh, die Barrierestatue, aber auch der vortragende Star, also das Xyz-Monster, das themeninterne, richtig gut, weil das ein Soft Once per Turn ist und das ist wirklich, wirklich super. Ebenfalls können wir hier durch die ganzen Xyz-Plays auch Draco Zukunft spielen. Also wir haben hier schon einige sehr gute Karten drin. Nicht zu vergessen natürlich auch die Tri-Brigade Engine, die hier auch sehr gut zum Tragen kommt. Die Besonderheit des Decks ist, dass wir hier ein Floodgate spielen, und zwar die Barrierestatue der Winde. Und die kriegen wir richtig, richtig konstant raus. Und nicht nur das, wir können sie auch noch richtig gut protecten. Das zeige ich euch aber gerne noch alles im Combo-Video. Die zweite Besonderheit, die wir haben, sind die ganzen Handeffekte. Wir können mit einem Handeffekt meistens bis zu 2 Monster spezial beschwören. Und das ist wirklich schon krass. Das ist wirklich sehr gut. Dadurch sind wir glücklicherweise gar nicht auf die Normalbeschwörung angewiesen. Wir Normalbeschwören selbstverständlich auch noch. Aber bevor wir die Normalbeschwörung hier durchführen, haben wir meistens schon unser erstes Negate auf dem Board. Auch dieses Thema hat Friedhofseffekte und die sind sehr solide, also mit denen kann man arbeiten, aber da wir hier natürlich Tri-Brigade drin spielen, wollen wir natürlich auch mit dem ganzen Material was im Friedhof anfangen, um ein bisschen mit der Tri-Brigade Engine spielen zu können. Doch bevor wir jetzt tiefer in die Materie gehen, Deckprofile auschecken, viel Spaß! Da sind wir beim Deckprofile. Ihr kennt es ja, Extra Deck, Side Deck nehme ich erstmal beiseite. Auch das Main Deck nehme ich kurz beiseite, damit wir mal einen kurzen Blick auf die schöne Playmat der Woche erhaschen können. Ich finde, die ist einfach so wunderschön. Jetzt wollen wir aber loslegen mit dem Main Deck. Wir spielen im Main Deck verschiedene Engines. Ich werde das so ein bisschen nach den Engines diesmal hinlegen, weil sich das hier tatsächlich besser macht.
Wir spielen bei den Lyrik-Gliedervögeln dreimal den Türkisspatz, dreimal den Koboldsperling, zweimal die Saphirschwalbe, einmal die Koeltinstelze, einmal den Barry-Kanarienvogel. Zusätzlich spielen wir noch dreimal die Zauberkarte Vogelruf. Mehr spielen wir gar nicht von der Lyrik-Lieder-Vogel-Engine. Wir beginnen, wie immer, hier oben links mit dem Türkisspatz. Diesen können wir spezial beschwören, sofern wir kein Monster kontrollieren. Das ist super und sollte er von der Hand beschworen werden, dürfen wir sogar noch einen Lyrik-Lieder-Vogel von der Hand oder vom Friedhof dazu spezial beschwören. Non-Target, richtig gut. Mit ihm wollen wir eigentlich am liebsten starten, in Verbindung sogar mit ihm, weil dann kann uns gefühlt nichts mehr aufhalten, ist Quatsch, aber dann ist schon, boah, das ist schon ordentlich. Kommen wir direkt zu ihm, Koboldsperling. Wenn er spezial beschworen wird, egal woher, dann dürfen wir uns ein geflügeltes Ungeheuermonster der Stufe 1 unserer Hand hinzufügen vom Main Deck. Sehr guter Effekt, weil er uns nämlich direkt in die Tri-Brigade Engine bringen könnte, indem wir uns dann Nurvel unserer Hand hinzufügen. Selbstverständlich hat er auch einen zweiten Effekt, dieser bezieht sich aber auf das Xyz-Monster, an dem er als Material dranhängt. Dieses muss auch ein Wind-Xyz-Monster sein und sofern es das ist, kann unser Gegner dieses Monster nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Sollten wir dann mit den beiden starten können, ist tatsächlich das Xyz-Monster, was wir dann relativ zügig bauen, für Karteneffekte nicht wählbar, das heißt Effekt-Wähler oder Impermanence würden dann nicht durchgehen. Kommen wir zur Saphirschwalbe, auch dieses Monster hat selbstverständlich zwei Effekte. Der erste Effekt besagt, sollten wir ein geflügeltes Monster kontrollieren, dürfen wir sie als auch ein weiteres geflügeltes Monster der Stufe 1 in unserer Hand spezial beschwören. Richtig guter Effekt, weil wir damit theoretisch schon in die Tri-Brigade Engine kommen könnten, wenn wir Nurvel mit auf der Hand haben. Der zweite Effekt bezieht sich ebenfalls wieder wie beim Koboldsperling auf das Wind-Xyz-Monster, an das die Saphirschwalbe als Material angehangen ist. Sollte nämlich das Wind-Xyz-Monster mit ihr als Material beschworen worden sein, dürfen wir ein weiteres Lyrik-Lieder-Vogel-Monster in unserem Friedhof wählen und es noch als Material an das Lyrik-Lieder-Vogel-Monster anhängen. Das ist wirklich auch sehr gut, weil wir mitunter dann unseren Blauschnapper, den ihr noch kennenlernen werdet, bis zu 4 Material erhalten lassen können. Unsere Koeltin-Stelze hat auch zwei Effekte, wie kann es anders sein. Der erste Effekt besagt, sollte diese Karte spezial beschworen werden, dürfen wir uns eine themeninterne Zauber- oder Falle unserer Hand hinzufügen. Das ist meistens dann der Vogelruf, weil wir ja keine andere Zauber- oder Falle von dem Thema spielen. Ihren zweiten Effekt können wir dann im Friedhof triggern. Dieser besagt nämlich, sollte sie sich im Friedhof befinden und wir kontrollieren ein anderes Lyrik-Lieder-Vogel-Monster, dürfen wir sie einfach als Material noch an das Monster ranhängen. Die nächste Karte, der Barrel-Kanarienvogel. Gute Karte, wirklich gute Karte, vor allem wenn wir vielleicht schon recht früh Nibiru bekommen sollten, kann sie uns dennoch immer noch etwas ermöglichen. Sollte sie sich in unserer Hand befinden, dürfen wir ein anderes Lyrik-Lieder-Vogel-Monster in unserem Friedhof wählen und dann sowohl sie als auch das gewählte Monster aus unserem Friedhof spezial beschwören. Das heißt, es kann auch wieder der Koboldsperling sein im weiteren Verlauf des Duells und der triggert dann wieder und searcht uns ein weiteres geflügeltes Ungeheuer der Stufe 1. Richtig, richtig gut. Das Einzige, wo wir bei ihr aufpassen müssen, ist, dass sollten wir ihren Effekt benutzen, werden wir in Xyz gelockt. Deswegen spiele ich sie auch nur auf 1, weil ich möchte sie nicht unbedingt auf der Hand sehen, weil ich hier noch ein bisschen mehr ja, mit den Tri-Brigades in Place machen will, um ein bisschen Linkbeschwörung zu tätigen. Natürlich hat sie auch einen zweiten Effekt, dieser besagt, sollte sie auch ein Wind-Xyz-Monster als Material dienen, erhält dieses Wind-Xyz-Monster zusätzlich noch 200 ATK on top. Das ist in Ordnung, das ist mir ändere ich zu helfen, der erste Effekt ist natürlich insane. Dann kommen wir jetzt zur Zauberkarte, dem Vogelruf und die ist wirklich krass. Sie hat das Thema auf ein anderes Level nochmal gehoben. Denn sie sagt aus, wir dürfen ein Lyrik-Lieder-Monster von unserem Main Deck unserer Hand hinzufügen oder es in den Friedhof legen. So könnte man zum Beispiel auch den Dwarven Lockbird, wenn man den Türkisspatz auf der Hand haben sollte, noch ein wenig umspielen, sage ich mal. Das zeige ich euch aber nochmal ganz kurz. Ist wirklich nicht allzu viel. Sollte unser Gegner diesen Effekt zulassen, dürfen wir anschließend noch einen Lyrik-Lieder-Vogel von unserer Hand spezial beschwören. Das ist ein Wenn-Dann-Effekt, bedeutet, wenn der erste Effekt aufgelöst wurde, dürfen wir das automatisch machen, ohne dass der Gegner dann etwas machen kann. Das war es auch schon mit der Lyrik-Lieder-Vogel-Engine. Wir mischen schnell zusammen und kommen gleich zu der nächsten Engine. Und das wird nämlich die Tri-Brigade Engine sein. Und da spielen wir dreimal den Fraktal, einmal den Keras, dreimal Nurvel und einmal die Revolte der Star-Brigade. Und für mich gehört tatsächlich auch noch die Feuerformation Tanky dazu, weil ich sonst keine Ungeheuer-Krieger in dem Deck spiele.
Ich weiß, gehört nicht zum Thema, aber ich zähle sie jetzt einfach mal dazu. Hier beginnen wir mit dem Fraktal. Auch er hat zwei Effekte. Der erste Effekt sagt aus, wir dürfen ihn von der Spielfeldseite oder von der Hand auf den Friedhof legen. Und dann dürfen wir ein weiteres Ungeheuer, Krieger, Ungeheuer oder geflügeltes Ungeheuer von unserem Main Deck in den Friedhof millen. Dieses Monster muss aber Stufe 3 oder niedriger sein. Das ist aber bei uns, wie ihr seht, gar kein Problem. Von daher tangiert uns das nicht wirklich. Zudem muss ich sagen, dass alle Tri-Brigade-Monster den Effekt haben, dass sie eine gewisse Anzahl an Ungeheuer, Ungeheuer-Krieger oder auch geflügelte Ungeheuer von unserem Friedhof verbannen können und wir dürfen dann eine Spezialbeschwörung eines Link-Monsters aus dem Extra-Deck tätigen. Dieses Link-Monster kann aber nur ein geflügeltes Ungeheuer, ein Ungeheuer-Krieger oder ein Ungeheuer sein und die verbannten Monster müssen der Anzahl der Linkzahl entsprechen. Sollten wir den Special Summon Effekt der Tri-Brigade Monster verwenden, dürfen wir dann für weitere Linkbeschwörungen nur noch geflügelte Ungeheuer, Ungeheuer oder Ungeheuer Krieger verwenden. Machen wir weiter beim Keras. Unser Keras können wir spezial beschwören, ist also sozusagen ein kleiner Extender. Wir müssen dafür aber ein Ungeheuer, Ungeheuer Krieger oder ein geflügeltes Ungeheuer von unserer Hand auf den Friedhof legen. Unser Nerfel sagt aus, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, dürfen wir uns ein Tri-Brigade Monster unserer Hand hinzufügen. Kann also der Fraktal sein, kann der Keras sein, könnte auch Kit sein. Es gibt ja einige Decklisten, die spielen Kit. Ich finde aber Kit hier tatsächlich nicht so unbedingt notwendig. Kommen wir jetzt zur Revolte der Star-Brigade. Die einzige Fallenkarte, die wir von dem Thema spielen. Und auch nur auf 1, weil sie reicht aus meiner Sicht vollkommen auf 1. Man könnte sie tatsächlich hier auch auf 2 spielen, aber ist, finde ich, nicht notwendig. Die Fallenkarte sagt aus, wir dürfen eine gewisse Anzahl an Ungeheuer, Ungeheuer, Krieger oder geflügelte Monster aus der Verbannung oder vom Friedhof spezial beschwören. Und wenn dieser Effekt aufgelöst wird, machen wir sofort eine weitere Linkbeschwörung zu einem Linkmonster, wobei wir dann alle Monster, die wir mit dieser Karte spezial beschworen haben, verwenden müssen. Das bedeutet, habt ihr kein Schulreich in eurem Extra-Deck und ihr habt sonst kein Link 4 geflügeltes Ungeheuer, Ungeheuer, Krieger oder Ungeheuer Monster, könnt ihr nicht 4 Monster damit beschwören. Das funktioniert dann nicht. Die letzte Karte von dem Thema, Feuerformation Tanky. Sie erlaubt es uns, wenn sie aktiviert wird, uns ein Ungeheuer Krieger der Stufe 4 oder niedriger unserer Hand hinzuzufügen. Das ist unser Fraktal, weil der bringt uns teilweise schon von ganz alleine in die Tri-Brigade-Kombo, die uns tatsächlich auch manchmal den ein oder anderen Sieg einfährt. Sie ist eine dauerhafte Zauberkarte und sie gibt noch jedem Ungeheuer Krieger 100 ATK. Das war's auch schon mit unserer Tri-Brigade Engine. Und wir kommen jetzt zu zwei One-Offs, die ich hier drin spiele. Einmal den Narren-Konfit. Ihn können wir spezial beschwören von der Hand, ohne Kosten, das ist wirklich sehr gut. Er muss aber dann in die offene Angriffsposition beschworen werden. Das ist auch wirklich kein Problem, weil wir ihn tatsächlich nur als Exis-Material verwenden möchten. Wie ihr seht, ist da noch ein bisschen mehr Text. Der ist aber ein bisschen unerheblich für uns, ich stelle es euch trotzdem vor. Und zwar sagt er noch aus, dass falls wir ihn auf diese Art spezial beschworen haben, dürfen wir in dem nächsten Spielzug, in der Endphase des nächsten Spielzuges, ihn und ein weiteres Monster unseres Gegners auf die Hand geben. Ist zwar Non-Target, das ist vielleicht in Ordnung, aber natürlich viel zu langsam und er hat natürlich 0 ATK und 0 Def. Von daher nicht so optimal. Theoretisch könnte man ihn auch auf 3 spielen, aber man darf nur einen von ihm immer kontrollieren, von daher reicht er als One-Off komplett aus. Unsere nächste One-Off ist die Barrierestatue der Sturmwinden, denn wir spielen hier natürlich das Simorgh-Package und da ist die Barrierestatue unabdinglich, beziehungsweise spielen wir hier sehr viele geflügelte Ungeheuermonster. Von daher kommt sie hier sehr gut. Sie sagt ja aus, dass kein Spieler mehr Monster spezial beschwören kann, außer Windmonster und das ist wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Dann kommen wir auch schon zu unseren Fallenkarten. Und da spielen wir dreimal die Ash Blossom, zweimal Nibiru, einmal die DD-Krieger und zweimal die unendliche Unbeständigkeit. Fangen wir an mit der Ash Blossom. Ash Blossom negiert alles, was vom Main Deck eigentlich aus passiert. Sollte dort eine Karte auf dem Friedhof gelegt werden, sollte eine Karte der Hand hinzugefügt werden oder sollte eine Spezialbeschwörung vom Main Deck durchgeführt werden, können wir das negieren, indem wir sie abwerfen. Eine Karte vom Main Deck in die Verbannung zu schicken, negiert sie nicht. Nibiru, das Urwesen, ist ja eine sehr gute Handtrap geworden, also war schon immer eine gute Handtrap, aber gerade jetzt in dem derzeitigen Format ist sie wirklich sehr stark. Deswegen würde ich sie auf jeden Fall im Main Deck spielen. Sie hat nämlich einen super starken Effekt, den wir aber nur in der Main Phase aktivieren können. Und zwar, wenn unser Gegner 5 oder mehr Monster beschworen hatte, dürfen wir ihn aktivieren. Wir würden dann alle Monster auf dem Spielfeld tributieren und wir könnten ihn dann spezial beschwören.
Geht übrigens nicht, wenn die Barrierestatue der Sturmwinde dort liegt. Dann funktioniert das nicht. Sollte dieser Effekt aber durchgehen, bekommt unser Gegner einen Token, der die gesamte ATK und Death aller tributierten Monster erhält. Bedeutet also, wenn da nur Link-Monster vom Gegner lagen, bekommt dieses Monster 0 Death, aber die entsprechenden ATK der Link-Monster. Als One-Off spielen wir noch die DD-Krähe, weil sie searchable ist bei uns. Wir können sie mit unserem vortragenden Star auf die Hand suchen oder auch mit dem Kobalt-Sperling, gar kein Problem, deswegen reicht sie uns auf 1, wir müssen sie also nicht hart ziehen. Sie hat einen tollen Schnelleffekt, und zwar dürfen wir eine Karte im Friedhof unseres Gegners wählen und diese Karte dann verbannen, sofern der Effekt durchgeht. Richtig gut, weil wir somit auch einige Keykarten des Gegners entfernen können aus dem Spiel, wie zum Beispiel bei Drytron die Ritualspell. Wenn wir keine Karten kontrollieren, dürfen wir sie nämlich aus der Hand aktivieren und dann ein Effektmonster unseres Gegners wählen. Die Effekte des Monsters sind bis zum Ende dieses Spielzugs annulliert. Sollte diese Karte sogar vorher gesetzt gewesen sein, wird sogar zusätzlich noch die Spalte, in der sie aktiviert wurde, komplett negiert, was Zauber- und Feinkarten angeht. Bedeutet aber auch, sollten wir dann eine Zauberkarte in der Spalte, in der wir sie aktiviert haben, aktivieren wollen, ist dieser Effekt tatsächlich negiert. Also passt darauf auf. Das war's schon mit unseren Handwraps und wir kommen jetzt noch zu ein paar Tech-Karten, die wir obendrauf noch zusätzlich spielen, damit wir noch mehr Konstanz haben. Da spielen wir zweimal Topf des Wohlstandes, dreimal Triple Tactics, einmal Tisch des Begräbnis, einmal einer für einen und einmal Called by the Grave. Topf des Wohlstands. Wir dürfen 3 oder 6 Karten von unserem Extra-Deck verbannen. Die wählen wir diesmal aus. Ganz anders beim Topf der Extravaganz. Da wird der random ausgewählt. Nachdem wir die Karten vom Extra-Deck verbannt haben und unser Gegner uns das nicht negiert hat, dürfen wir dann die entsprechende Anzahl, die wir verbannt haben, also 3 oder 6, Karten von unserem Main-Deck ausgraben und uns eine beliebige davon unserer Hand hinzufügen. Die restlichen Karten legen wir dann unter das Deck. Zusätzlich sagt dieser Topf aber auch aus, dass wir keine anderen Draw-Effekte mehr durchführen dürfen. Das heißt, wir können nicht mehr ziehen. Searchen geht aber weiterhin. Triple Tactics. Gute Karte, wirklich starke Karte und bei dieser Handtrap-Dichte, die hier gespielt wird in unserem Format, nicht zu unterschätzen. Sie hat nämlich 3 Effekte, aber auch eine Einschränkung. Unser Gegner muss nämlich in der Main Phase einen Monster-Effekt aktiviert haben, damit wir sie überhaupt aktivieren können. Bedeutet, wenn wir die Impermanence abbekommen, tote Handkarte, ne? Dürfen wir dann wirklich nicht vergessen. Ansonsten, wenn unser Gegner einen Monster-Effekt aktivieren sollte, können wir einen der 3 Effekte, entweder ziehen wir 2 Karten oder wir übernehmen die Kontrolle eines Monsters bis zum Ende dieses Spielzuges und wir können alles mit dem Monster machen, wir können es weglegen, wir können mit diesem Monster angreifen, die Effekte des Monsters aktivieren, falls sie uns was bringen. Oder aber, und der Effekt ist tatsächlich mit einer der stärksten, wir dürfen in die Hand unseres Gegners schauen und eine Karte davon ins Deck mischen. Das ist wirklich stark, weil wir dann wissen, auf was wir treffen und was unser Gegner uns vielleicht noch überhaupt entgegenzusetzen hat. Törichtes Begräbnis. Gute Karte, sonst würde ich sie hier nicht spielen. Sie lässt uns nämlich ein Monster von unserem Main-Deck in den Friedhof legen, der Nurgle beispielsweise, um dann direkt den Search zu haben auf den Fraktal, um halt den Gegner auch ein bisschen zu baiten, weil man muss sich dann schon entscheiden, will ich das zulassen, dass sich den Fraktal sucht, ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn man dann noch mehr melden kann. Die vorletzte Zauberkarte, die wir hier spielen, ist einer für einen. Wir legen ein Monster von unserer Hand auf den Friedhof und dürfen dann ein Monster der Stufe 1 von unserem Main-Deck spezial beschwören. Guter Extender, wirklich sehr schön. Vom Grab gerufen, falls wir einen Handtrap abbekommen sollten, die in den Friedhof geworfen wird, können wir sie ebenfalls aktivieren und dieses Monster vom Friedhof unseres Gegners wegziehen in die Verbannung. Die Effekte des Monsters werden 2 Spielzüge lang annulliert. Das war's auch schon mit unserem Main Deck. Mehr spielen wir hier tatsächlich nicht. In unserem Side-Deck spielen wir ein paar Xyz-Monster und ein paar Link-Monster. Wir beginnen bei den Xyz-Monstern. Da spielen wir 2-mal Lyriklieder Vogel vortragender Star, einmal die versammelte Nachtigall, einmal Ensemble Blauschnäpper, Nummer F0 Utopic Future, Nummer F0 Utopische Draco Zukunft, steigt übrigens gerade im Preis, ging ja mal nur 20 Euro, da hatte ich euch ja schon mal eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Jetzt spiket sie gerade hoch auf 30 Euro, wird wahrscheinlich so um die 35 bis 40 Euro gehen. Und zu guter Letzt einmal Göttliches Arsenal, A.A. Zeus, Himmelsdonner. Wir beginnen beim vortragenden Star. Dieses Monster ist unser Searcher für unsere geflügelten Ungeheuer der Stufe 1. Selbstverständlich hat auch er 2 Effekte. Der erste Effekt ist an seine Special Summon geknüpft. Sollte er nämlich Xyz beschworen werden, dürfen wir ein Monster auf dem Spielfeld wählen, könnte auch ein gegnerisches Monster sein, und es erhält
ATK in Höhe der Materialien, welches an dem Vortragenden da dran sind, mal 300. Bedeutet, weil wir nur zwei Materialien für ihn verwenden, wir könnten theoretisch auch mehr verwenden. Hier steht ja 2 plus Monster der Stufe 1, können also theoretisch auch 5 Materialien reinhängen, wäre aber Quatsch. Dieses Monster würde dann also 600 ATK erhalten, ist im Zusammenhang mit dem Simorgh manchmal gar nicht so schlecht, um den ein bisschen stärker zu machen. Sein Search-Effekt ist aber deutlich besser. Wir hängen ein Material von ihm ab und dürfen dann ein geflügeltes Ungeheuer der Stufe 1 unserer Hand hinzufügen. Richtig gut. Ist ein Soft-Once-Per-Turn, deswegen spielen wir ihn zweimal, weil wir ihn nochmal bauen können und nochmal genau dasselbe durchführen können. Tatsächlich hat er auch noch einen, ja, dritten Effekt, wenn man so möchte. Und zwar sagt sie noch aus, dass jeglicher Kampfschaden, den wir aus ihr erhalten, ebenfalls unserem Gegner abgezogen wird. Unsere versammelte Nachtigall. Beste Karte, um in den Zeus zu kommen. Auch für sie können wir 2 oder mehr Monster Stufe 1 verwenden. Ebenfalls wie der vortragende Star boostet sie sich um ATK, sie erhält aber für jedes Material, was an ihr dranhängt, nur 200 ATK. Dafür kann sie aber direkt angreifen und das ist kein Effekt, der sich erst aktivieren muss. Ebenfalls kann sie auch ein Material von sich abhängen und dann können Lyriklieder Vogel in diesem Spielzug nicht mehr durch Karteneffekte oder durch Kampf zerstört werden. Und zusätzlich erhalten wir auch keinen Kampfschaden. Kommen wir zu unserem neuen Monster, was in Synchrostorm drin war. Ensemble Blauschnäpper. Mächtige Karte, wirklich mächtige Karte. Ihn haben wir meistens zum Ende noch auf dem Board mit 3 bis 4 Materialien dran. Er boostet sich natürlich auch mit ATK und zwar erhält er für jedes Material, was an ihm dran ist, 500 ATK. Bedeutet also, weil wir auch für ihn 2 oder mehr Monster der Stufe 1 verwenden können, hat er mindestens 1000 ATK, wenn nicht sogar bis zu 2500. Unser Blauschnäpper hat den Effekt, also ein Wenn-Dann-Effekt ist das sogar, wenn unser Gegner ein oder mehr Monster spezial beschwört, dürfen wir eins dieser Monster wählen und es auf die Hand geben. Was man da einfach den Gegner nicht ins Spiel kommen lässt und das kriegt man so einfach hin, das ist wirklich sehr stark. Ebenfalls hat er auch einen zweiten Effekt, der triggert aber erst im Friedhof. Sollte er nämlich durch einen Karteneffekt des Gegners auf den Friedhof gelegt werden, dürfen wir uns einen Lyrikliedervogel vom Friedhof unserer Hand hinzufügen. Bedeutet also, wir können theoretisch wieder ein paar Plays machen. Dann kommen wir zu Nummer F0, Utopische Zukunft. Die Karte kann in erster Linie nicht durch Karteneffekte oder durch Kampf zerstört werden. Das ist nice to have. Wir haben ihn aber eigentlich nur drin, um dann eigentlich ihn zu überlagern. Von daher gehen wir jetzt mehr auf ihn ein. Nummer F0, Utopische Draco-Zukunft. Auch unser Draco-Zukunft kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Zusätzlich hat er noch einen Protection-Effekt vor Monster-Effekten. Und zwar sagt er aus, dass er einmal pro Spielzug, wenn unser Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, wir können ein Material von ihm abhängen und dann die Aktivierung des Effektes annullieren. Und sollte sich das Monster sogar auf dem Spielfeld befunden haben, dürfen wir das Monster übernehmen. Dauerhaft, richtig stark, könnte man tatsächlich auch Dragoon mit outen, aber das wird, glaube ich, schon etwas schwieriger. Dann kommen wir zu unserem letzten Xyz-Monster, zum Zeus. Ihn können wir auf ein Xyz-Monster rauflegen, welches einen Angriff deklariert hat und auch durchgeführt hat. Unser Zeus hat auch einen Quick-Effekt. Er kann nämlich 2 Materialien von sich abhängen und klärt dann das ganze Board. Er zerstört nicht, er legt nämlich alle Karten, die sich derzeit auf dem Spielfeld befinden, auf den Friedhof. Und sollte eine Karte von uns durch unseren Gegner zerstört werden, triggert sein zweiter Effekt. Dieser besagt, dass er eine Karte vom Extra-Deck oder vom Main-Deck einfach an sich ranhängen kann. Richtig gut, so generiert er auch selber wieder Materialien. Und das war es auch schon mit unseren Xyz-Monstern und wir kommen zu unseren Link-Monstern. Da spielen wir einmal Almirage, Ödnisblüte, Bierbrum, Doppeldrachenlord, Harpien-Dirigentin, Simorgh, Schuraik und, oh jetzt muss ich mal ein bisschen rutschen, zack, zack, die Apollosa. Weicht auch hier und da mal ab von Decklisten. Ich finde halt, dass das so relativ konstant war, auch mit der Apollosa. Die wird ja, glaube ich, relativ selten tatsächlich gespielt. Almirage, um gegebenenfalls ein Monster wegzulenken, den Nurgle, um dann ein paar Plays machen zu können, falls unsere Hand nicht optimal ist. Mehr wollen wir mit ihm eigentlich gar nicht machen. Er hätte zwar noch den Effekt, dass er sich als Tribut anbieten kann, also es ist ein Quick-Effekt, und wir können dann ein Monster auf unserem Spielfeld wählen und dieses kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Ödnisblüte. Sie kann uns ein weiteres Monster von der Hand spezial beschwören, selbstverständlich ein Ungeheuer, Ungeheuerkrieger oder ein geflügeltes Ungeheuer. Und sollte sie auf den Friedhof gelegt werden, dürfen wir sogar eine Karte ziehen und dann eine Karte von unserer Hand unter das Deck packen. So kann man seine Hand nochmal ein bisschen austauschen und vielleicht den einen oder anderen Brick wieder ins Deck mischen. Bierbaum hat ebenfalls 2 Effekte. Der erste Effekt sagt aus, wir können 2 Karten vor unserer Hand auf den Friedhof legen und dürfen dann ein Monster in der Verbannung spezial beschwören. Es muss aber ein Ungeheuerkrieger, Ungeheuer oder ein geflügeltes Ungeheuer sein. Weiß ich nicht, ob man das machen möchte. Also ich hatte bisher nicht den Drang, das unbedingt
zu machen. An sich habe ich ihn nur drin, weil er ist nämlich noch ein guter Searcher. Sollte er nämlich auf den Friedhof gelegt werden, dürfen wir uns nämlich die Revolte von unserem Main Deck hinzufügen und müssen dann eine Karte von unserer Hand unter das Deck packen. Er hat aber leider die Einschränkung, dass wir dann in Twibrigade gelockt sind, bedeutet, wir können nur noch Twibrigade Monster spezial beschwören. Doppeldrachenlord, da wollen wir eigentlich nur den Quick-Effekt. Dieser sagt aus, wir dürfen eine Karte von unserer Hand oder von unserer Spielfeldseite auf den Friedhof legen und dann eine Karte unseres Gegners auf die Hand geben. Das ist wirklich super, weil wir so natürlich auch unsere Barrierestatue beschützen können. Harpien Dirigenten habe ich eigentlich nur drin, damit ich die Barrierestatue weglinken kann, damit ich dann meinen Gegner OTK'en kann. Simorgh, gutes Monster, bestes Monster teilweise sogar in dem Deck. Er sagt nämlich aus, dass erstmal er und auch die Monster in den Zonen, auf die er zeigt, nicht wählbar mehr sind für den Gegner. Ebenfalls hat er einen Special Summon Effekt, dieser triggert aber erst in der Endphase. Leider Gottes, beziehungsweise ist das schon fair. Er kann nämlich ein geflügeltes Ungeheuermonster von unserem Main Deck spezial beschwören. Die Stufe des Monsters richtet sich nach den besetzten Zauber- oder Fallenkarten bei uns als auch beim Gegner. Bedeutet also, im First Turn hat der Gegner ja theoretisch keine Zauber- und Fallenkarten gesetzt, wir dementsprechend vielleicht auch nicht, wodurch wir dann theoretisch ein geflügeltes Monster der Stufe 10 spezial beschwören können. Kommen wir zu unserem vorletzten Link-Monster, und zwar unserem Shurike. Falls unser Shurike spezial beschworen wird, dürfen wir eine Karte auf dem Spielfeld verbannen, das ist Non-Target, aber nicht nur wenn er spezial beschworen wird, sondern auch wenn ein Ungeheuer-Ungeheuer-Krieger oder ein geflügeltes Ungeheuer spezial beschworen wird, triggert sein Effekt, ist natürlich once per turn, aber dennoch wunderbar. Richtig stark, weil es halt wie gesagt ein Non-Target ist. Ebenfalls hat er einen zweiten Effekt, der triggert erst im Friedhof. Sollte er nämlich auf dem Friedhof gelegt werden, dürfen wir uns ein Ungeheuer, Ungeheuer-Krieger oder geflügeltes Ungeheuer-Monster von unserem Main Deck unserer Hand hinzufügen. Die maximale Stufe des Monsters entspricht aber der in der Verbannung liegenden geflügelten Ungeheuer, Ungeheuer oder Ungeheuer-Krieger-Monster. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Monster, der Appaloosa. In erster Linie erhält sie für jedes Material, welches für sie für die Link-Beschwörung verwendet wurde, 800 ATK. Bedeutet, wir können theoretisch hier zwei Link 2 Monster verwenden, dann würde sie 1600 ATK erhalten. Sollte dann ein Monster-Effekt aktiviert werden, dürfen wir einmal pro Kette sie 800 ATK verlieren lassen und dann einmal einen Monster-Effekt negieren. Richtig gut, vor allem wenn man gegen Decks spielt, die sehr viele Monster-Effekte aktivieren wollen. Das war's mit unserem Extra-Deck und wir kommen zu unserem Side-Deck. Da spielen wir einmal Kauz und Schlossvogel. Zweimal die Chaosjägerin, dreimal den Droplet, zweimal Zwillingstwister und einmal Harpien Flederwisch. Ich rutsche mal ein Stück rüber. Dreimal Auslöschungsinformant und dreimal den Harpien Federsturm. Kauz und Schlossvogel auf 1, weil ich ihn nur reinzähle in Verbindung mit Auslöschungsinformant, ist eine Handtrap, die uns am meisten wehtut, deswegen auch nur auf 1. Und selten wird diese Karte tatsächlich Main gespielt, von daher würde ich sie erst dann reinzählen, wenn wir First gehen, zusammen mit dem Package hier. Chaosjägerin als Ersatz für die Artefakt Longinus Lanze. Richtig gute Karte und auch unterschätzte Handtrap in meinen Augen. Wenn unser Gegner nämlich ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört, dürfen wir eine Karte abwerfen und sie von unserer Hand spezialbeschwören. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt's. Unser Gegner kann keine Karten mehr verbannen. Für immer, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Richtig gut. Richtig, richtig stark. Stärker als die Artefakt Longinus Lanze. Vor allem gegen Flanderwies, weil Flanderwies ja auch sehr viel in unserem Spielzug verbannt und normal beschwört, was auch immer. Und das können wir halt damit wunderbar umgehen. Dann noch dreimal Droplet für Going Second. Zwilling Twister, Harpien Flerwisch, falls wir gegen Backward Decks spielen. Auslöschungsinformant hatte ich ja jetzt schon mal erklärt. Schaut euch gerne mal mein Video dazu an, ist wirklich interessant geworden. Und den Harpien Federsturm, wenn wir Going First gehen, richtig starke Karte. Sollten wir nämlich ein windgeflügeltes Ungeheuer kontrollieren, dürfen wir sie aktivieren und wir annullieren dann alle Effekte unseres Gegners für diesen Spielzug. Also alle Monster-Effekte. Richtig gut, weil wir unseren Gegner wählen und nicht ein einzelnes Monster. Und wir rennen dann eigentlich im nächsten Spielzug einfach über unseren Gegner rüber. Jo, das war's mit dem Deckprofil. Machen wir weiter bei der Strategie. Willkommen zurück zur Strategie und die ist wirklich sehr simpel, sehr einfach. Wir wollen mit den Handkarten, die uns selbstverständlich zur Verfügung stehen, den Simorgh bauen und unser Floodgate rausbringen. Das sollte das grundlegendste Ziel sein, weil mit dem Floodgate kann man schon das ein oder andere Deck outen. Life Twin macht dann gar nichts mehr. Dwightron kriegt auch nichts mehr auf die Kette. Ist schon richtig gut. Doch wir bekommen noch viel mehr auf das Board als nur unser Floodgate. Wir können nämlich ganz viele Protection-Karten für das Floodgate noch aufs Board bringen.
sei es unser Blauschnäpper, sei es Draco Zukunft oder unseren Drachenlord, also richtig viele Monster, die wir noch drumherum bauen können, damit unser Gegner erst gar nicht ins Spiel findet. Dafür wollen wir natürlich anfangen. Gehen wir im nächsten Duell dann Second, zeigen wir selbstverständlich alle Going First Karten raus und unsere Handtraps sollen dann den Rest regeln. Wir werden dann wahrscheinlich sehr schnell auf Zeus kommen, mit dem wir dann das Feld clearen, um dann unser Board nochmal aufzubauen mit der Barrierestatue. Beste Starter, die wir auf jeden Fall auf der Hand sehen möchten, ist unser Türkisspatz, weil wir den einfach specialen können for free. Und wenn er von der Hand gespecialt wird, specialt er uns ja einen Lyrik-Liedervogel vom Grave oder von der Hand mit. Wenn wir dann noch den Vogelruf oder den Kobalt-Sperling auf der Hand haben, beste Hand, also besser geht's gar nicht. Sehr gut, wirklich sehr gut. Ich schwärme so von dem Deck. Das soll es aber gewesen sein mit der Strategie. Machen wir weiter bei den Stärken und Schwächen. Bei den Stärken und Schwächen betrachte ich keine sehr gute Hand, aber auch keine Hand, die ständig Wricks hat, sondern eine solide Hand. Das heißt, wir können mit dieser Hand eigentlich unser Board komplett aufbauen. Und wie die meisten von euch ja schon wissen, beginne ich wie immer mit den Stärken, weil die einfach viel mehr Spaß machen, bevor wir zu den Schwächen kommen. Die allergrößte Stärke des Decks. Wir können Going Second als auch Going First sehr gute Boards hinlegen. Meistens enden wir dann im Floodgate inklusive Protection für das Floodgate und das ist wirklich insane. Eine weitere Stärke, die das Deck auch konstanter macht, wir können hier eine kleine Tribegate Engine spielen, die weicht von Deckliste zu Deckliste immer mal ein bisschen ab, aber grundlegend spielt man hier so 7 bis 8 Tribegate Monster im Main Deck. Doch was macht Tribegate jetzt hier eigentlich? Wir haben durch Tribegate auf jeden Fall eine sehr gute Recovery, das heißt wir können mit wenig Handkarten wieder zurück ins Game kommen, weil wir genug Materialien im Friedhof haben. Und der Übergang zwischen unseren Lyrik-Liedervögeln zu Tribegate Engine ist hier so simpel wie in keinem anderen Deck, wie man das kombinieren kann. Ich habe ja bereits die Konstanz durch Tribegate angesprochen und das spricht natürlich fürs ganze Deck. Wir haben hier ein sehr konstantes Deck. Wir haben hier auch sehr viele Möglichkeiten, unser Wunschbot zu erhalten. Sei es Going Second, wir legen zuerst den Zeus, um das Feld zu clearen, oder halt, oder Going First mit wenig Handkarten, den Simorgh zu legen mit dem Floodgate, ist auch richtig gut. Aber die wohl beste Stärke des Decks ist, dass wir hier ohne Normalbeschwörung ins Spiel kommen können. Wir können theoretisch nur durch Special-Effekte von der Hand ein ganz starkes Board aufbauen, das der Gegner eventuell nicht brechen kann. Dabei ist uns natürlich sehr geholfen, dass wir sehr wenige Bricks spielen. Wir spielen ja hier auch nicht so viele Handtraps, wir könnten hier aber sehr viele Handtraps spielen. Ich hatte hier mal eine Variante mit 14 Handtraps, das war aber nicht so sehr konstant. Meine jetzige Variante gefällt mir da tausendmal besser. Weil ich gerade Handtraps angesprochen habe, wir bekommen ja doch relativ zügig unser erstes Negate aufs Board und wir sind auch nicht nach der ersten Handtrap gleich machtlos, das heißt, wird uns einmal etwas geashed, tut uns das eigentlich gar nicht weh. Also durch ein, zwei Handtraps können wir hier mit einer soliden Hand gut durchspielen. Ich sprach ja bereits an, dass wir mit sehr wenig viel machen können. Das heißt, wir brauchen zwei Handkarten, um unser ganzes Board aufzubauen. Das spricht natürlich für ein sehr gutes Ressourcenmanagement. Ebenfalls können wir unseren Gegner sehr gut interrupten. Sollten wir zum Beispiel ein Mirror-Match haben, ist das gar nicht so sehr knifflig, weil wir unser Blauschnäpper mit aufs Board bringen, damit wir dann die Spezialbeschwörung immer wieder auf die Hand geben können. Und die sind ja zum Glück once per turn. Kommen wir zu den letzten beiden Punkten bei den Stärken. Der erste ist, unsere Monster haben alle zwei Effekte. Sei es der Protection-Effekt vom Kobalt-Sperling, dass Wind-Xyz-Monster, an denen er als Material dranhängt, nicht getarget werden können. Das ist wirklich stark. Oder auch unser Türkisspatz, der sich selber spezial beschwören kann und dann noch einen weiteren Lyrik-Liedervogel vom Grave oder von der Hand spezial beschwören kann. Also wie gesagt, viele Effekte, gute Effekte, Format entsprechende Effekte. Der letzte Punkt, wir haben hier ein sehr schnelles Deck. Wir können Zeus Turbo bauen. Das ist wirklich sehr gut. Wir brauchen nur zwei Monster, gehen in unser Xyz 1er und legen dann Zeus rauf, nachdem wir direkt angegriffen haben, um dann das ganze Feld zu klären. Das ist wirklich stark. Ebenfalls könnte unsere fünfte Beschwörung Appaloosa sein. Oder wenn wir Xyz Plays machen, enden wir auch relativ zügig in Nummer F0 utopische Draco Zukunft. Gutes Monster. Protected uns von Nibiru. Krass. Das war's schon mit den Stärken. Da hatten wir ja echt reichlich welche. Wir kommen jetzt zu den Schwächen. Bei den Schwächen muss ich leider aufführen, wir haben hier keine One-Card-Kombo, das bedeutet, wir brauchen mindestens zwei Handkarten, aber das ist bei dem Deck eigentlich so an sich kein Problem. Dennoch finde ich, ist es wichtig zu erwähnen, dass einige Decks One-Card-Kombos haben und die damit natürlich dem Deck
in der Sache überlegen sind. Ebenfalls haben unsere Monster, bis auf der Türkisspatz, Bedingungen für die Special Summon Effekte. Wir brauchen beispielsweise für die Saphirschwalbe ein geflügeltes Ungeheuer auf dem Board, ansonsten können wir ihren Special Summon Effekt nicht triggern von der Hand. Die Handwrap, gegen welche wir am anfälligsten sind, ist der Drowned Lockbird, weil wir sehr viele Karten von unserem Main Deck unserer Hand hinzufügen. Weil wir hier die Tribegate Engine drin haben, aber auch unsere Lyrikliedervögel so ein bisschen mit dem Friedhof spielen können, sind wir angewiesen auf den Friedhof. Das bedeutet, Verbannungseffekte tun uns mächtig weh. Dimension Shifter, Dimensionsriss, Makrokosmos, das tut uns alles weh. Ebenfalls haben wir hier leider keinen Zauber oder Fall Negate. Das heißt, Lightning Storm tut uns weh, unser Xyz Monster bleibt liegen, das mag sein, aber es ist dann auch nur ein Monster. Und No More Dark Ruler tut uns auch sehr doll weh oder auch Droplet, da machen wir gar nichts. Dennoch muss unser Gegner dann schon viele Handkarten für Droplet beispielsweise abwerfen, weil wir doch gute Monster auf dem Board haben. Die größte Schwäche für das Lyrik-Lieder-Vogel-Thema ist wohl das Power-Level, denn die Monster haben überhaupt keine Power. Die haben 100 bis 200 ATK, die Main-Deck-Monster. Im Extra-Deck können wir das ja ein bisschen pushen, aber auch das ist jetzt kein Boss-Monster-Level. Ebenfalls als, ja doch, als eine kleine Schwäche wahrscheinlich, wir haben hier ein Lock in Tribegate oder Lock in Xyz. Da muss man wirklich aufpassen, bevor man sich lockt und dann vielleicht gar nicht das machen kann, was man sich vorgenommen hat. Die letzte Schwäche, die mir zu diesem Deck eingefallen ist. Wir sind sehr berechenbar, denn dieses Deck gab es ja ähnlich schon mal als Bird Up. Das ist ja sozusagen hier nur Bird Up 2.0. Und wir wollen ja nur unser Floodgate aufs Board bringen, also um den Gegner halt am Spielen zu hindern, nur dass wir hier noch ein paar Protection-Effekte dazu bekommen. Wenn dieses Deck wirklich durchstarten sollte, wird natürlich wieder der Wind-Kaiju im Side-Deck gespielt, damit uns die Barrierestatue gleich genommen wird. Doch auch das muss der Gegner natürlich erstmal auf der Hand haben. Genug gequatscht, wir kommen zum Fazit. Wir haben hier eine Deck-Variante, die Going First als auch Going Second sehr einfach ins Spiel kommen kann. First Turn, wir legen das Floodgate. Second, wir wollen Zeus beschwören, um das Feld zu clearen. Ebenfalls können wir auf bestimmte Situationen gut reagieren, aber gegen bestimmte Handtraps sehen wir ein bisschen schwach aus. Unser Board ist oft das gleiche. Wir wollen hier unser Floodgate hinlegen, gegebenenfalls noch mit ein paar Protections. Wir können hier auch sehr viel Spezial beschwören, müssen aber dabei aufpassen, dass wir uns nicht verspielen, beziehungsweise gegebenenfalls schon zu früh in etwas locken in Xyz oder generell in die Tribegate Monster. Das gute Ressourcenmanagement beziehungsweise die gute Recovery helfen uns immer wieder ins Spiel zu kommen. Wir brauchen ja wie gesagt nicht viel, um dann viel aufs Board zu bekommen. Schlussendlich lässt sich festhalten, dass das Deck in den Punkten Stärken und Schwächen ein Übergewicht an Stärken aufzeigt. Dabei messe ich aber einzelnen Punkten einen größeren Schwerpunkt bei. Das bedeutet, dass nicht jeder Punkt bei den Stärken als auch bei den Schwächen genau die gleiche Tragweite besitzt. Die Konstanz, das gute Ressourcenmanagement, die gute Recovery, die Handtraps, die wir hier drin spielen könnten, aber auch die Stärke Going Second als auch Going First spielen zu können, sind immens wichtig in unserem derzeitigen Format. Ebenfalls ist aber auch wichtig, dass man eine One-Card-Combo haben kann, dass man einen Zauber-Fall-Negate aufs Board bekommt, dass man vielleicht nicht gegen allzu viele Handtraps anfällig ist, beziehungsweise eine Handtrap eigentlich komplett killt. Wenn man nun alles als großes Ganzes betrachtet, mit den bestimmten Schwerpunkten, die ich gerade genannt habe, würde ich das Deck Bird Up 2.0 als eins der stärkeren Tier 1 Decks bezeichnen. Aber ob es das stärkste Deck ist, also Deck to Beat, werden wir erstmal abwarten müssen, denn es wird sich erstmal in den nächsten Turnieren beweisen müssen, wenn es auf Drytron oder auf Swordsoul trifft, da wird es sich erstmal behaupten müssen. Wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid und nicht eingeschlafen seid, kommen jetzt die Combo-Videos. Viel Spaß! Willkommen zum Combo-Video und wir beginnen mit einer Zweihand-Combo. Die hat es echt in sich. Wir aktivieren zuerst Vogelruf. Sie erlaubt es uns, einen Lyrikliedervogel von unserem Main Deck in den Friedhof zu legen oder unserer Hand hinzuzufügen. Da legen wir natürlich erstmal den Friedhof, um hier ein bisschen den Drowned Lockbird ein wenig hinauszuzögern. Wenn der Effekt jetzt aufgelöst wurde, dürfen wir einen Lyrikliedervogel von unserer Hand spezial beschwören. Das ist unser Türkisspatz. Und weil er von der Hand spezial beschworen wird, dürfen wir ein Lyrikliedervogel von unserer Hand oder von unserem Friedhof spezial beschwören. Das ist also dann unser Kobaltsperling. Weil er spezial beschworen wird, dürfen wir uns ein weiteres geflügeltes Ungeheuer der Stufe 1 hinzufügen. Das wird unsere Saphirschwalbe sein. Und wir gehen jetzt in unser erstes Xyz-Monster. Wie immer gehen wir natürlich davon aus, dass wir nicht interrupted werden.
Den ATK-Boost lassen wir jetzt mal weg. Wir aktivieren jetzt den Effekt, dass wir Searchen wollen, lassen aber den Kobalt-Sperling dran, damit unser Xyz-Monster weiterhin nicht wählbar ist für den Gegner. Wir suchen jetzt uns ein, also wir hängen ein Material ab und suchen uns jetzt ein weiteres geflügeltes Ungeheuer der Stufe 1 und das wird in diesem Zusammenhang unser Nurvel sein. Wir aktivieren jetzt den Effekt von der Saphirschwalbe. Weil wir ein geflügeltes Monster kontrollieren, können wir sie als auch ihn spezial beschwören. Können jetzt theoretisch eine Link-Beschwörung schon machen mit den beiden, damit wir dann den Effekt von Nurvel noch aktivieren können. Wir wollen aber erstmal weitere Xyz-Plays machen. Also wie ihr merkt, man hat hier wirklich sehr viele Möglichkeiten, seinen Wunschboard, je nachdem was man braucht, zu bauen. Aktivieren jetzt den Effekt von vortragenden Star, hängen Nurvel ab und fügen uns... Wo ist er? Unser hier, Barrel Kanarienvogel hinzu und Effekt von Nurvel triggert ebenfalls, weil er in den Friedhof gelegt wird, dürfen wir uns ein Twibigated Monster hinzufügen. Wir haben wieder 5 Handkarten, wirklich gut. Wir haben schon gut was in den Friedhof bekommen bzw. aufs Feld. Wirklich sehr schön. So, machen jetzt eine weitere Xyz-Beschwörung zu unserem Nummer F0 Utopische Zukunft und legen dann ein weiteres Monster noch oben drauf. Also wir legen das mal so hin. Und zwar Utopische Draco Zukunft. Wir haben jetzt also unseren ersten Protection-Effekt gegen Monster-Effekte. Normal beschwören jetzt unseren Fraktal. Jetzt können wir eigentlich beruhigt aufspielen, es sei denn, wir kriegen jetzt eine Imperm ab, das würde halt wehtun. Aktivieren jetzt den Effekt von Fraktal und verbannen 3 Monster, und zwar die 3 Stück hier. Für unseren Simorgh. Ein bisschen Platz machen hier. So, sieht man alles, ne? Für unseren Simorgh. Und aktivieren jetzt den Effekt von unserem Kanarienvogel und wählen sie. Und spezial beschwören beide. Jetzt sind wir in Xyz gelockt, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und holen uns jetzt unseren Blauschnäpper, der jetzt 1200 ATK erhält und zweimal was auf die Hand geben kann. Spezial beschworene Monster, aber dennoch gut. Das alles haben wir nur mit 2 Handkarten gemacht. Jetzt gehen wir noch in die Endphase, aktivieren den Effekt vom Simorgh und spezial beschwören unsere Barrierestatue. Die beiden sind jetzt auch geschützt durch Wählen von Karteneffekte. Das heißt, unser Gegner müsste seine Battleface mindestens dafür opfern, ihn wegzukriegen. Oder er hat halt den Droplet auf der Hand oder kein dunkler Herrscher mehr. Aber auch das, ja. Also dieses Floodgate zum Spielen ist schon nicht so einfach für viele Decks. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, wa? Das ist eine sehr gute Hand, mit der wir jetzt hier mal starten wollen, damit ich euch mal zeigen kann, was wir wirklich erreichen können mit dem Deck. Wir beginnen mit dem Türkisspatz, nutzen seinen Special Summon Effekt, weil wir keine Monster kontrollieren und weil er von der Hand spezial beschworen wurde, dann dürfen wir ein weiteres Lyriglieder-Vogelmonster vom Friedhof oder von der Hand spezial beschwören. Das wäre jetzt unser Kobalt-Sperling. Wir gehen wie immer davon aus, dass wir nicht interrupted werden. Effekt Kobalt-Sperling, wir dürfen uns ein weiteres geflügeltes Ungeheuer der Stufe 1 hinzufügen. Das ist dann unsere Kultin-Stelze hier. Als nächstes würden wir jetzt den Vogelruf aktivieren und uns einen Lyriklieder-Vogel von unserem Deck hinzufügen. Das ist unser Kanarienvogel und würde nun den Wenn-Dann-Effekt benutzen und unsere Kultin-Stelze spezial beschwören. Dadurch dürfen wir uns ein weiteres Lyriklieder-Vogelruf hinzufügen. Richtig gut, richtig gut. Wir haben wieder 4 Handkarten. Sehr stark. Machen jetzt eine Xyz-Beschwörung zu ihm. Effekt, wir wollen was suchen und suchen zum einen unseren Nurvel und aktivieren jetzt den Effekt von unserer Saphirschwalbe. Wir spezial beschwören die beiden und überlagern auch die beiden zu unserem anderen vortragenden Star und nutzen auch hier den Effekt und hängen Nurvel ab, um uns ein weiteres geflügeltes Monster Stufe 1 zu suchen. Das wird in dem Fall unsere DD-Krähe sein, weil wir schon alles von den Lyriglieder-Vögeln eigentlich verwendet haben und daher können wir schon unsere erste Handwrap suchen und dem Gegner vielleicht schon mal ins Spitzen bringen. Effekt Nurvel, weil er in den Friedhof gelegt wird, wir dürfen uns einen Keras hinzufügen. Wir können uns natürlich auch ein Fraktal hinzufügen, aber hier ist es jetzt der Keras. Wir machen jetzt unser gewohntes Xyz-Play zu ihm und dann zu ihr. Na, zu ihm. Zu ihr.
und machen jetzt eine Normalbeschwörung mit unserem Fraktal. Aktivieren jetzt den Effekt von Fraktal und wollen Spezialbeschwören. Dafür nutzen wir Nurvel und den Türkisspatz. Die beiden verbannen wir. So, seht ihr es auch besser. Und wir holen uns unsere Ödnisblüte. Benutzen jetzt gleich den Effekt von der Ödnisblüte und Spezialbeschwören Keras. Und machen jetzt eine weitere Linkbeschwörung zu unserem Simorgh. Aktivieren jetzt den Effekt von Keras und verbannen die beiden, damit wir jetzt unseren Doppeldrachenlord aufs Board bekommen. Das heißt, die Normal Summon des Gegners können wir damit schon mal solide interrupten. Aktivieren jetzt den Effekt von Fraktal, legen ihn vom Spielfeld auf den Friedhof und legen noch ein weiteres Monster mit rein. Das ist jetzt unser Kobold-Sperling, weil wir den jetzt gleich nochmal brauchen. Nutzen jetzt den Effekt von Barry Kanarienvogel und speziell beschwören unsere Saphirschwalbe mit und überlagern die dann beide auch zu ihr. Und weil wir die Saphirschwalbe dafür verwendet haben, dürfen wir ein weiteres Monster anhängen, also ein weiteres Lyridida-Vogelmonster zu unserem Kobold-Sperling und nutzen noch den Effekt von der Kultin-Stelze. Sie kann sich ja selbstständig an ein Wind-Xyz-Monster anhängen, also an ein Lyridida-Vogelmonster. So, wir würden jetzt in die Endphase gehen. Effekt Simorgh und bekommen unsere Barrierestatue. Ach, hätten den theoretisch noch den Effekt von Ödnisblüte aktivieren können im Friedhof, habe ich jetzt nicht gemacht, weil es jetzt in der Combo jetzt keine Rolle gespielt hat. Das sind dann unsere zwei Handkarten für den nächsten Spielzug. Ich glaube, das kann sich echt sehen lassen. Also das Board zu brechen, dürfte schon richtig schwer sein für den Gegner. Jetzt würde ich gleich noch die Random Hand ziehen, um euch zu zeigen, wie konstant das Deck tatsächlich ist. Ja, so Leute, willkommen jetzt zu unserer Random Hand. Wie ihr seht, mische ich schon. Natürlich wieder vor euren Augen, damit ihr seht, dass ich nicht betrüge und ihr erkennt, wie konstant das Deck ist. So. Oh. Und der Gegner hebt wie immer ab. Und wir ziehen 5 Handkarten. Mal gucken, was wir haben. Wir haben einmal den Vogelruf. Nurvel, Revolte haben wir auf der Hand. Gut, Begräbnis und die Saphirschwalbe. Gute Hand. Wirklich eine gute Hand. Die Revolte, sehr gut, um den Gegner richtig stark zu interrupten. Dann würden wir beginnen mit unserem törichten Begräbnis. Damit, also aktivieren wir und damit legen wir uns unser Kobold-Sperling rein. Damit wir nämlich jetzt noch unseren Vogelruf aktivieren können. Mit dieser Karte fügen wir uns jetzt den Türkisspatz hinzu. Wollen aber den Special Summon Effekt von Vogelrufe nicht verwenden, weil das jetzt Quatsch wäre in diesem Zusammenhang. So sieht jetzt unsere Hand aus und wir verwenden natürlich jetzt den Special Summon Effekt von Türkisspatz und auch, weil er von der Hand gespecialt wurde, darf er uns einen weiteren Lyrikvogel von der Hand oder vom Friedhof specialen. Wir entscheiden uns natürlich vom Friedhof und specialen unseren Kobold-Sperling und fügen uns aufgrund seiner Special Summon und dessen Effekt ein weiteres geflügeltes Monster der Stufe 1 hinzu. Das wird Nurvel haben wir schon auf der Hand. Dann wird das jetzt tatsächlich unser Quelltin-Stelze. Überlagern jetzt die beiden, damit wir unser erstes Xyz-Monster gehen können. Effekt vortragender Star. Wir suchen uns ein weiteres Stufe 1 Monster. Und das wird jetzt schon unsere Krähe sein. Wenn ich sie finde. Da. So, haben wieder 5 Handkarten. Super. Richtig, richtig stark. Wir würden jetzt den Effekt von Saphirschwalbe verwenden und unser Tribegate-Monster so wie sie spezial beschwören und dann die beiden überlagern zu unserem weiteren vortragenden Star und auch da den Effekt verwenden. Nurvel abhängen und dann dürfen wir uns ein geflügeltes Ungeheuer der Stufe 1 hinzufügen. Das wird jetzt unser Kanarienvogel sein. Und dann triggert natürlich gleich Nurvel noch und wir können uns ein Tribegate-Monster hinzufügen. Ach, die Hand ist so mächtig einfach. So, wir haben jetzt schon 2 valide Targets für unser Tribegate-Monster im Grave. Machen aber natürlich wie immer jetzt erstmal unsere Xyz-Play. Damit unser Gegner auf jeden Fall den Nibiru werfen muss, sollte er ihn halt dann immer noch nicht geworfen haben, sind wir jetzt geschützt.
Das ist halt richtig gut. Machen jetzt die Normalbeschwörung zum Fraktal. Effekt Fraktal. Wir verbannen zwei Monster. Und das ist einmal der Nörvel und der Türkisspatz. Für unsere Ödnisblüte. Wo ist er? Da. Aktivieren jetzt den Effekt von der Ödnisblüte und Spezialbeschwören nach unserer Quellteam-Stelze, womit wir dann noch ihren Effekt starten können und uns noch einen weiteren Vogelruf unserer Hand hinzufügen können. Hoch. Ist halt für den nächsten Spielzug richtig gut, weil wir uns damit halt nochmal was suchen können und vielleicht noch was von der Hand specialen können. Richtig nice. Linken jetzt die beiden weg zu unserem Simorgh und würden jetzt den Effekt von Barrel Kanarienvogel aktivieren und unsere Saphirschwalbe targeten, beide Spezialbeschwören und dann natürlich auch die beiden, ein bisschen Platz machen hier, die beiden überlagern zu unserem Blauschnäpper. Effekt vom Blauschnäpper, weil wir die Saphirschwalbe dran haben, dürfen wir ein weiteres Lyriklieder-Monster in unserem Friedhof wählen und es ebenfalls anhängen. Jetzt ist unser Blauschnäpper auch nicht mehr wählbar. Wäre so oder so nicht, weil unser Simorgh auf einem Feld, in dem er sich befindet, zeigt. Aber so könnten wir ihn auch woanders hinlegen und er wird trotzdem nicht wählbar. Dann noch Effekt von unserer Kultin-Stelze. Auch sie hängen wir mit dran. So hat er 2200. Seht ihr, hätten wir noch den Effekt von der Ödnisblüte machen können. Aber ich bin eigentlich mit der Hand sehr zufrieden, weshalb ich das nicht getan habe. Unsere Revolte setzen wir in dem Falle noch nicht, weil unser Board recht voll ist. Die Revolte kann uns dann immer noch später helfen, falls unser Gegner wirklich das ganze Board clearen sollte. Bringen sie uns dann noch in den Schuhreck, das ist halt wirklich mächtig. Gehen jetzt in die Endphase-Effekt Simorgh und wir können unsere Barrierestatue noch spezial beschwören. Haben jetzt wieder, ja, ich glaube das gleiche Board wie mit der Zweihand-Kombo. Nur, dass wir noch drei Handkarten haben. Die DD kreieren noch als kleine Interruption und eine weitere Handkarte, die unser Gegner nicht kennt. Das kann sich wirklich durchaus sehen lassen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Like da lassen, Abo da lassen, würde mich wirklich freuen. Wir sind ja auf dem Weg zu 200. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.